Hallo und herzlich willkommen hier bei HowTo. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr ganz einfach selbst Nudeln herstellen könnt. Dazu nehmen wir uns zuerst eine große Schüssel und geben 400 Gramm Mehl hinzu. Anschließend folgen noch 4 Eier, etwas Salz und ein guter Schuss Olivenöl. Nun müssen wir die Masse mit unseren Händen gut verkneten. Wenn ihr nun am Punkt angekommen seid, dass der Teig eine so gute Konsistenz hat, dann könnt ihr euch die Nudelmaschine zur Hand nehmen und weiterverfangen. Ihr reißt euch also von eurem Teig ein etwas kleineres Stückchen ab und gebt es durch die Nudelmaschine. Wichtig ist, dass ihr immer schön langsam und gleichmäßig an der Kurbel dreht. Damit entstehen im Teig am wenigsten Löcher. Falls doch ein paar kleine Löcher entstehen, könnt ihr den Teig dann einfach nochmal zusammenlegen und ihn ein zweites Mal durch die Nudelmaschine durchlaufen lassen. Wenn ihr dann den ganzen Teig durch die Nudelmaschine laufen lassen habt, dann könnt ihr die Teigbahnen auf die richtige Größe zuschneiden. Jetzt könnt ihr auf die Nudelmaschine noch den gewünschten Aufsatz hinaufgeben und die fertigen Nudeln produzieren. Wir haben uns in diesem Video für Bandnudeln entschieden. Diese kommen dann an der Rückseite der Nudelmaschine heraus und schon sind wir fertig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt HowTo. Bis dann!